Servus und herzlich willkommen zurück bei Playful Dodo. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Im letzten Part haben wir einiges gemacht. Wir haben ein Grubhorn gezähmt sozusagen und jetzt als Reittier zur Verfügung. Mit dem Grubhorn haben wir auch die vierte Prüfung sozusagen dann abgeschlossen und die Erinnerung von dem letzten Hüter gesehen. Und die war heftig. Also wir haben jetzt gesehen, wie Isidora zum Schluss dann auch gestorben ist, beziehungsweise sogar ermordet wurde, einfach weil sie ihrer Macht nicht bewusst war, was sie damit anrichtet. Sie hat die kompletten Gefühle von ihrem Vater genommen, nicht nur den Schmerz, wie sie immer wollte. Es ist alles schiefgegangen und sie ist dann am Ende gegen die Hüter gegangen und hat sie angegriffen und ja, einer der Hüter sah dann nur den Ausweg, sie zu töten und das hat er getan. Und ja, das haben wir gesehen und jetzt gucken wir uns direkt ja, ihre Reaktion dazu an, dass ich das jetzt weiß, dass ich das gesehen habe. Wir reden jetzt mit den Hütern und mit Professor Fig wahrscheinlich auch. Und ja, ich bin gespannt, was wir erfahren werden und wie jetzt der Plan aussieht, wie wir gegen Randrock ja, weitermachen. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem Part. Wir legen los. Let's go! Auf jeden Fall kann ich nur sagen, dieses Spiel ist so heftig und nimmt Dimensionen an, die ich nie erahnen konnte. Also, ich glaube, euch geht es da auch nicht anders. Aber da ist eh nichts mehr, oder? Nee. Gut. Ich kann sie sogar nochmal ansehen. Aber wir haben sie eh letztes Mal gesehen, Leute. Da könnt ihr das ansonsten nochmal nachgucken. Zum Schluss habe ich da die Erinnerung angeguckt. Oh, ich bin gespannt, was die jetzt zu sagen haben. Und vor allem, er wird sich natürlich ein bisschen schämen für das, was er getan hat, denke ich. Der hier, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Okay, Professor Fig ist auch da. Gut. Hallo. Die Höhlen unter Hogwarts, wo sie gegen Isidora kämpften. Befindet sich dort das letzte Behältnis? Ganz recht. Wir konnten die Gefühlsstränge, die Isidora gestohlen hatte, nicht einfach zerstören. Also taten wir alles, um sie sicher zu verwahren. Wir erkannten auch, dass die Magie, die sie erschaffen hatte, ebenfalls eine Gefahr für die Welt der Zauberei war. Also wurden wir Hüter. Hüter eines unermesslichen Geheimnisses. Wir wussten, dass eines Tages jemand mit der Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen, ihrer Macht anheimfallen könnte. Wir schufen die Prüfungen, um diese Person zu uns zu führen, damit sie sich des von uns verborgenen Wissens und der damit einhergehenden Verantwortung als würdig erweisen kann. Habe ich mich etwa nicht bewährt, Professor? Ich muss das Behältnis vor Ranrock erreichen. Das haben und das werden sie. Doch das Behältnis wird von mächtiger alter Magie geschützt. Um es zu betreten, müssen Sie aus den vier Artefakten über unseren Denkarien einen speziellen Zauberstab fertigen. Das Behältnis ist also erstmal sicher vor Ranrock. Wenn er, wie Sie vermuten, in der Lage ist, die Macht des anderen Behältnisses zu nutzen, könnte er unsere Verteidigung durchbrechen. Dann muss ich diesen Zauberstab herstellen. Vielleicht hilft mir Mr. Ollivander. Noch ein Ollivander? Das überrascht mich nicht. Wie er Ihnen sicher sagen wird, dient dieser Zauberstab nur einem einzigen Zweck. Kehren Sie mit dem Stab zurück und wir machen den Weg frei. Cool. Ich schicke Ollivander eine Eule. Während Sie ihn besuchen, spreche ich mit Professor Weasley. Professor Weasley? Ja. Es war möglicherweise eine Fehleinschätzung, ihr nicht früher von Ranrocks Absichten zu erzählen. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Wenn Ranrock wirklich unter Hogwarts bohren will, brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. In Ordnung, Professor. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das ist ja nicht so selbstverständlich in den heutigen Tagen. So, wieder eine Erfolg, also ein Erfolg freigeschaltet. So, ich gehe jetzt mal kurz in den Raum der Wünsche. Ich muss nämlich Alraun ernten, weil ich nicht mehr viele habe. Tja, ich muss meine Pflänzchen ernten und Flussgrassamen, weil ich werde jetzt, bevor ich zu Ollivander gehe, werde ich noch
diesen einen Zauberspruch lernen. Das ist, glaube ich, der letzte. Wie ich immer vergesse, was ich reden möchte, während ich rede. Super. So. Da habe ich genug. Okay, ich habe noch einen Erfolg gerade freigeschaltet. Ich glaube, weil ich alle Pflanzen habe. Einmal geerntet habe. So, das habe ich alles. Und das hier auch wieder ein. Ein Raunen habe ich jetzt auch wieder genug. So. Gut. Ich habe das jetzt freigeschaltet. Das bedeutet, ich kann den letzten Zauberspruch lernen. Ich glaube, es ist der letzte. Bei Professor Garlic. Genau. Kehre zu Professor Garlic zurück. Mhm. Frage, wo ist sie? Im Gewächshaus? Ja. Da ist sie. Da ist auch eine Nebenquest. Aber das ist schon cool, jetzt mit Ollivander zusammenzuarbeiten dann und ja, mit ihm einen Zauberstab zu fertigen. Denn das kann halt auch nicht jeder, das mit dem Zauberstab. Ein Hybrid vielleicht. Springende Tentakula. Ich habe Ihre Aufgaben alle abgeschlossen, Professor Garlic. Wunderbar. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit die Pflanzenwelt etwas näher bringen. Mich hat sie bereits auf ewig verzaubert. Erst gestern habe ich stundenlang meine selbstdüngenden Sträucher und Ginsterbüsche beschnitten. Die Zeit verging wie im Flug. Im Nu ging die Sonne unter. Wenn es etwas gibt, das mich mehr begeistert als meine gedeihenden Pflanzen, dann sind es gedeihende Schüler. Nun, sind Sie bereit, Flipendo zu lernen? Kinn hoch, locker halten. Es kommt alles aus der Hand. Versuchen Sie's. Okay. Bei diesem Spruch sollten Sie sich konzentrieren. Nichts ist peinlicher, als einen Freund umzustoßen, wenn man nur ein paar Töpfe verschieben wollte. Wunderbar gemacht. Zu viele Erfolge. Das ist tatsächlich der letzte gewesen. Bitte achten Sie auf die Pflanzen. Lependo, sieh an, ein Naturtalent. Contringo. Lependo. Cool. So viele Aufgaben abgeschlossen. Der weiche Zurückflug Flipembo ist ähnlich wie Akio, ein Kraftrauber, denke ich, wollte die sagen, der violette Schildzauber brechen kann, indem er... Okay. Ja, cool, ich mag den. Ich lasse den jetzt erstmal hier. Passen Sie auf die Pflanzen auf. Sie ist die Erste, die mich warnt, dass ich hier auf was aufpassen soll. Wo war ich? Oh, ja. Das Gewächshaus räumt sich nicht selbst auf. Ich muss schon nachhelfen. Ja, machen Sie das mal. Leute, ich habe hier irgendwie Bock auf eine Nebenquest. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Oh, du bist es. Genau dich brauche ich. Samantha, was los? Samantha, ist alles in Ordnung? Nein, es geht um meinen Bruder William, von dem ich dir nach der Zauberkunstklasse erzählt habe. Er wurde verflucht. Er hat meine Warnungen ignoriert und liegt jetzt im erbärmlichen Zustand in St. Mungo. Er hört mir einfach nie zu. Verzeihung, wie wurde er genau verflucht? Oh, du wirst es nicht glauben, aber seine Füße haben sich in rote Rüben verwandelt. Er war einfach nur außer sich. Und ich erst. Unsere Kaninchen konnten gar nicht von ihm ablassen. Da erst ist er endlich ins Krankenhaus gegangen. Wie furchtbar. Das tut mir so leid. Klingt nach einer ernsten Lage. Wie schön, dass du es verstehst. Alle anderen lachen nur, als wäre es ein Witz. Sie haben kein Mitgefühl. Naja, es ist schon ziemlich ungewöhnlich. Wie ist dein Bruder so geworden? Er ist selbst schuld! Ich erzählte ihm von Nachforschungen, die ich über unseren Vorfahren Marmaduke Dale angestellt habe. Und von meiner Entdeckung, dass Marmadukes Grab verflucht wurde. Er macht sich immer über meine Entdeckungen lustig. Diesmal hat er mich ausgelacht. Sagte, ich hätte alles falsch interpretiert. Als ob das möglich wäre. Um es zu beweisen, stieg er zum Eingang der Gruft hoch und puff, hatten sich seine Füße in Rüben verwandelt. Furchtbar. Deshalb bist du also so aufgebracht. Er braucht dringend Hilfe. Genau. Er mag ein Aufschneider sein, aber er ist immer noch mein Bruder. Niemand verdient es, ein solches Schicksal ewig zu ertragen.
Ganz besonders nicht wegen eines einzigen dummen Fehlers. Ich mache mir große Sorgen, dass der Fluch vielleicht dauerhaft halten könnte. Kann man den Fluch nicht brechen? Vielleicht. Der Fluch geht auf ein Wappen zurück, das man Marmaduke gestohlen hat. Wenn man es auf seinen Sarkophag zurücklegen würde, könnte das Williams Füße vielleicht wiederherstellen. Du hast gegen Trolle in Hogsmeade gekämpft, bist einem Drachen entkommen. Und was ich von dir in Zauberkunst gesehen habe, zeigt, dass du eine fähige Hexe bist. Ein Wappen auf einen Sarkophag zu legen, sollte dir keine Mühe bereiten. Und? Hilfst du uns? Klar. Ich kann das Wappen zu Marmadukes Sarkophag bringen. Oh, danke. Vielen, vielen Dank. Geh einfach in die Gruft, wo Marmaduke zur Ruhe gebettet wurde, und leg das Wappen auf seinen Sarkophag. Soweit ich es herausfinden konnte, ist die Gruft seit Jahrhunderten verlassen. Es sollte nicht allzu schwer werden. Das Grab liegt östlich vom Dörfchen Brockborough. Okay, Leute. Danke für deine Hilfe. Meine Familie steht in deiner Schuld. Ihr wisst, was passiert, wenn wir in irgendwelchen Höhlen oder Gruften gehen. Da sind meistens immer sehr viele Spinnen. Und dann sagt sie auch, das ist ewig verlassen. Und das sind 100% die Spinnen. Also ich habe gar keine Zweifel dran, dass da voll viele Spinnen sind. Oh Mann. Mein Ziel ist es aber auch, gerade die ganzen Flohflammen zu aktivieren, damit ich dann überall schnell reisen kann. Ich muss die Gruft bei Brockborough finden und Samanthas Familienwappen auf den Sarkophag legen. Genau, das ist der Plan. Deswegen werde ich da vorne, da ist ja auch gleich eine Flohflamme, da natürlich gleich mal landen und die aktivieren. So, man kann auch übrigens auf dem Besen Revelio wirken. Falls ihr das nicht wisst, dann taucht das hier alles auf. Wo ist jetzt die Flohflamme? Sie da vorne ist? Ja. Wartet. Die Sekunde. Ach ja, tatsächlich da. Ich markiere sie mal. Kann nicht schaden. Oh ja, das sind Ballonen. Schnell. Eins Ballon, zwei Ballon. Wo sind die anderen Ballonen? Ballone, Ballons, ich weiß es nicht. Ich weiß es doch auch nicht, Leute. So, und der letzte. Einmal noch kriege ich wieder eine Belohnung. Und hübscher Hof. Auch eine Nebenquest hier. Leute, da haben wir noch viel zu tun. Ihr habt euch ja Sorgen gemacht, dass ich bald die Hauptstory durch habe. Und dann die Parts auch zu Ende sind. Nein, 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 nein. Wir werden von Ort zu Ort gehen und alles durcharbeiten. Ich sag's euch, ihr habt mich noch lange an der Backe. Also, macht euch nichts. Das wird noch ewig dauern. So. Ich weiß nicht, ob wir Part 100 knacken werden. Aber ich denke, weit entfernt werden wir auch nicht sein. Ja, ja. Ob es sicher ist, da reinzugehen? Oh Gott. Okay, Leute. Ich gebe mal eine kleine erste Vorwarnung auf Spinnen. Immer wenn Spinnennetze da sind, dann könnt ihr damit rechnen. Ich weiß aber nicht, ob die wirklich auftreten. Ich denke, wahrscheinlicher, weil das eine Gruft ist, werden Inferius oder Inferus kommen, also diese Halbtoten da, diese Zombies. Aber vielleicht auch beides. Ich kann es euch nicht sagen. Es sind auf jeden Fall Spinnennetze da. Das ist nie ein gutes Zeichen. Nein, nein. Da sind noch mehr Spinnennetze. Guck da. Meine Füße sind nicht zu Rüben geworden. Guter Anfang. Okay. Das ist Revelio. Schön. Stellt euch mal vor, ich müsste jetzt im ganzen Rest des ganzen Let's Plays mit Rübenfüßen herumlaufen. Das wäre auch nicht so schön. So, da haben wir direkt ein Kistchen.
Bombarda. Okay, Confringo geht auch. Noch Kistchen. Geld. Revelio. Das ist aber ein cooler Umhang. Goldener Seidenumhang. Ja, das ist schon sehr Inferi-mäßig, oder? Da geht's weiter. Oh. Nee, da geht's weiter. Oh, ein Mist. Troll? Das darf nicht wahr sein. Hier unten? Von was ernährt sich der? Echt jetzt? Der ist doch eh viel zu dumm, oder? Ich kann den nicht ruhig angreifen. Okay. Ja, alles gut. Hoppala! Stimmt, die ändern ja ihre Richtung ganz schnell. Wirf einem Troll eine Keule ins Gesicht. Okay. Dann müsste ich ihn aber entwaffnen. Wurzel allen Übels. Fertig. Aua. Welcher Troll? Was ist das überhaupt? Ein Ufertroll? Mist. Ja, wie ging das nochmal? Mit dem ins Gesicht hauen. Weiß nicht mehr, wie das funktioniert hat mit dem ins Gesicht hauen. Ui. Was war denn das nochmal? Arresto Momentum? Nee. Glatzius war es auch nicht. Was habe ich denn da immer gemacht? Ich weiß es nicht. Naja. Confringo, Arresto Moment, Potato, Stupor. Aber wenn ich ihm Expelliarmus mache, hilft das halt nicht. Also ich nehme ihm da die Keule nicht weg. Wenn ich B mache und ausweiche, das ist manchmal viel zu langsam. Also das gehört definitiv verbessert. So, nehm dann deine Popel. Ich hoffe, die braucht er ja eh nicht mehr. Die Popel. So, dann gehe ich mal da hoch. Das sieht nach Loot aus. Looty-Loot. Ja, guck. Marmaduke hat jedenfalls mehr hinterlassen als nur Pflanzen. Und ein Sack. Da ist definitiv noch genug Loot. Geht's da sogar weiter? Echt? Revelio. Okay.
Oh, gefährliche Musik. Ja, Spinnen. Der Asi Spinis. Kleine zumindest schon mal. So. Ja, auch immer so schöne kleine Wohnungen eingerichtet worden sind. Überall tropft es von der Decke. So, das ist doch irgendein Rätsel, oder? Nicht? Nee. Okay, ich dachte, ich kann das irgendwie zerstören. Revelio. Was war das? Das war doch irgendwas. Naja. Klar, das ist ein... Aua! Nein! Nein, ich sterbe! Ich hab's zu spät gesehen. Das ist mein dritter Tod. So geht's. Ja, ja. Oh, der war mies. Ich hab's zu spät gesehen. Ich weiß natürlich, dass ich da Lumos machen muss. Oh nein, ist das nicht... Das ist doch nicht euer Ernst. Das darf nicht wahr sein. Ja, das sag ich auch. Okay, nochmal. Mies, dass das nicht gespeichert hat. Komm her, trau dich. Aber läuft ziemlich gut, so habe ich wenigstens ein bisschen Übung. Habe ich das ganze Loot natürlich auch nicht. Das ist mies. Mies ist das. Ganz mies. Böse. Ganz böse. Mies und böse. Gemein. Mama Duke hat jedenfalls mehr hinterlassen als nur Pflanzen. Guck, da ist jetzt was anderes drin. Jetzt ist es eine Keramikmaske. Zuerst waren es Handschuhe. Das ist immer was anderes. Bombada. Kleine Minispinnen. Guckt, jetzt ist es nämlich eine Fußballstatue. Vorhin war es was anderes. Das ist tatsächlich immer anders. Aber das finde ich spannend. So. So, jetzt vergesse ich es natürlich nicht. Hoffentlich. Ganz hoffentlich. Da war das, oder? Wo ich gestorben bin. Ah, nicht. Lumos. Aber die bringen einen tatsächlich um. Ach, jetzt bin ich wieder da. Okay. Na gut. Revelio. Okay. So, hallo. Wer ist mein nächster Gegner? Oh, nee, das ist die Gruft. Marmaduke. Ist nicht Marmaduke so ein Hund?
Das ist doch so ein Sarkophag. So ein Film. Das muss Marmaduke sein. Hallo Marmaduke. Das sollte den Fluch umkehren. Hoffentlich. Ich habe getan, was ich konnte. Kann ich nicht auch noch zumachen? Weil eigentlich macht man, ich weiß nicht, dass man das offen ist. Revelio. Naja. Okay, dann gehe ich wieder. Samantha, ich habe alles getan, was ich konnte. Aber irgendwie glaube ich, dass da noch irgendwas ist, oder? Da war doch noch was. Da konnte ich doch noch was looten. Vor allem hier, war hier noch was? Nee, hier ist nichts mehr. Nee. Aber da, ich habe das Gefühl, da ist noch was. Kann jetzt nicht gehen, ohne dass ich da nochmal nachgucke. Da war doch noch was. Ja, stürz dich runter. Wenn es doch nicht so anstrengend wäre. So. Guck mal. Ich bin ja da rein. Klar, dass der Kräuterkundler Teufelsschlingen benutzt. Da ist doch auch was. Oder nicht? Revelio. Nee, ist nicht. Okay. Oh, doch. Och, guckt mal. Das habe ich auch aufgemacht. Okay. Ja. Alles gut. Dann gehen wir raus. Kann ich? Nein, kann ich nicht. Toll. Ich muss zuerst aus der Höhle raus. Aus der Gruft raus. Ja. Wieso ist denn die Musik noch immer so ernst? Ich bin ja jetzt wirklich fertig hier. Dass hier da ein Troll reingekommen ist, als Verteidigung vielleicht? Samantha wird froh sein, dass das Wappen zurück an seinem Platz ist. Ich hoffe, es hebt den Fluch auf. Weil ganz ehrlich, durch den Eingang hat der nicht gepasst. Naja. So, auf zurück zu Samantha. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse, dass ich jetzt eine Nebenquest gemacht habe. Aber ich fand die eigentlich ganz spannend. Nächstes Mal machen wir dann die andere Quest. Die Hauptquest. Die Ollivander-Quest. Den Zauberstab. Wahrscheinlich müssen wir dafür auch noch Materialien beschaffen. Einhornhaar oder so. So, Samantha. Das war ein Ton, ey. Ich habe das Wappen zu Marmadukes Sarkophag zurückgebracht. Genauso wie du es wolltest. Das dachte ich mir. Das St. Mungo-Hospital hat mir schon gesagt, dass die Füße meines Bruders wieder normal aussehen. Oh, ich bin dir unendlich dankbar. Ich hoffe, es hat nicht zu viel Mühe gemacht. Alles gut. Ein Troll hat mich angegriffen. Das könnte ich ja wirklich sagen. Tja, ich bin auf einen Troll getroffen. Ein Troll? Oh, tut mir so leid. Wie furchtbar. Seit Jahrhunderten war niemand mehr in der Gruft. Aber das wundert mich nicht. Marmaduke war wohl schon immer für eine Überraschung gut. Das war er wirklich. Ich sollte wohl gehen. Ich will unbedingt zu meinem Bruder. Der wird sich freuen, seine Füße wieder zu haben. Natürlich. Das ginge mir genauso. William und ich stehen für immer in deiner Schuld. Oh. Danke nochmal für deine Hilfe. Alles klar. Ach. Ich habe wieder einen Gegenstand bekommen. Und ich muss jetzt mal gucken, ich müsste doch eigentlich schon richtig viele Herausforderungen haben. Mittlerweile? Nee, okay. Es ist nirgendwo ein Rufzeichen, aber ich kann dir noch was einlösen. Hier haben wir alte Magiebelohnung. Cool. Da können wir dann unsere Ausrüstungen verbessern. Haben wir hier was Neues? Nein. Haben wir hier was Neues? Auch nicht. Was habe ich denn hier? Finde Astronomie-Altäre. Stimmt. Oh, hier habe ich was. Oh, das ist ein cooler Umhang. Sehr cool. Und hier habe ich auch was Neues. Protego-Schild. Cool. Sehr, sehr cool. Da kriege ich dann noch einen zweiten. Wenn ich 70 schwarze Magier besiegt habe. Wow. Das sind noch viele, aber ich glaube, da kommen auch noch einige. Und Talentpunkte kann ich auch vergeben. 3 nämlich. Das ist cool. Das schauen wir uns mal an. Wir haben hier Akio. Da kommen dann alle zu mir. Das ist schon cool. Der Pulse löst eine zusätzliche starke Explosion in deiner unmittelbaren Umgebung aus. Defindo schneiden durch betroffene Gegner, um zusätzliche Ziele zu treffen. Einsätze von Defindo schneiden durch betroffene Gegner. Stimmt, das ist sogar eine Duellierleistung. Das werde ich gleich mal einlösen. Confringo-Treffer erschaffen kleine feurige Geschosse, die gegnerische Ziele treffen. Ich
setze es sehr gerne, Confringo, ein. Macht nur Sinn. Und das hat auch jemand gesagt, damit ich dann die in explosive Fässer verwandle. Das ist auch sehr cool. Dann machen wir das auch. Gut. Habe ich alles wieder eingelöst? Ich glaube auch durchaus sinnvoll. Ja, Sammlungen, ihr seht schon, das füllt sich hier allmählich. Auch wenn Erkundung auf jeden Fall noch 46 ist. Also bei Herausforderung. Ihr seht schon, Erkundung ist bei 27%. Handbuchseiten bin ich schon sehr weit. Bin stolz auf mich. Raum der Wünsche erst bei 27%. Ey, was kommt da alles noch? Aufträge 60%. Also da, das wird schon. Kämpfe 46%. Wird alles schon. Also wir sind ja bei Part, was sind wir? 54. Oh mein Gott. Wird schon, ist gut gesagt. 46%, Leute. Krass, was noch alles auf uns zukommt. So, wir haben jetzt noch ein paar Minütchen. Das bedeutet, ich werde nochmal auf die Weltkarte gucken und hier mich ein bisschen umsehen. Und zwar haben wir hier noch wo eine alte Magie. Hier, guck mal. Ich glaube, das war das mit den vielen Gegnern. Aber das stört mich nicht. Das stört mich nicht. Ich mag Herausforderung. Wir hauen uns da rein, ins Gefecht. Darauf habe ich Lust. Oh, mein Magen knurrt auch schon richtig heute. Ich habe richtig Hunger schon. Wie schön, Sie zu sehen. Tut mir leid, falls ihr das die ganze Zeit hört. Ich muss mir dann gleich unbedingt was zu essen machen. Jetzt sind nicht mehr so viele Gegner hier. Alles klar. Die sahen auch schon mal besser aus. Das ist wahrscheinlich auch ein anderer Ort als letztes Mal. Hier ist nämlich voll freudig alles. Protego, super. Doch nicht so freudig. Confringo. Okay, ich dachte, ich muss die Spinnennetze zerstören. Aber gut, dann nicht. Ist ja nicht schwierig. Das haben wir ja schnell. Oh ja. Ist das da oben? Hä, wo ist denn das? Doch, da oben. Mal guckt. So. Das war's schon? Nee, da ist noch eins. Aber ich möchte mal landen. Bitte! Okay, ich kann so auch suchen. Never mind. Seltsame silberne Brille. Die sieht herrlich aus. Ich will sie ausprobieren. Ja, und jetzt? Revelio. Da hinten. Da hat sich's versteckt. Guck da. Hab ich's doch gefunden. Das wäre gelöst. Das wäre gelöst. Ein Talentpunkt. Confringo. So, hier alles von den Spinnennetzen befreien. Spinnennetze sind ja eigentlich... Revelio. Also Spinnen sind eigentlich ganz nützliche Tiere, aber ihr merkt ja, wie die Spinnen mit uns umgehen. Die killen uns einfach immer alle. Das ist nicht schön. Auch wenn wir denen nichts tun würden, würden sie uns umbringen und dann müssen wir uns wehren. Und da sind schwarze Magier. Wieso nicht? Oh. Oh. Die Zentauren mögen die Wilderer natürlich auch nicht. Das gilt jetzt für mich, wenn ich da zustehe? Euch sollte cool. Lebendigem Leib beugen. Ich gehe denen einfach nach, die besiegen alle Gegner und dann kriege ich die gut geschrieben. Das finde ich toll. Ein Eichhörnchen. Na, wie geht's euch? Ich bin auf eurer Seite, nie vergessen, okay? Das war's aber auch mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand die Nebenquests sehr, sehr cool. Also, ja, wir machen ja immer wieder so abwechselnd. Hauptquest, Nebenquest. Und ich finde das eigentlich ganz gut, weil dann kommt man wieder so ein bisschen zur Ruhe und weil die Hauptquests halt sehr aufbrausend sind, manchmal sehr, sehr traurig sind. Sehr viel Action auf jeden Fall auch. Und ja, da finde ich es gut, wenn wir nebenbei auch diese Nebenquests machen. Ich glaube, wir haben auch nicht mehr lange in der Hauptquest, weil wir haben die 4 Prüfungen jetzt bestanden. Und ich glaube, dass sich das jetzt dem Ende neigt auf jeden Fall.
Und dann noch die Beziehungsquests natürlich auch im Vordergrund stehen. Da ist noch sehr viel aus. Das ist ein normaler Mensch, der da gerade geht. Ich dachte schon, das ist ein Gegner. Aber das ist einfach nur ein normaler Mensch. Die gibt es ja zum Glück auch noch. Die lieben Leute. Auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder. Ich beende jetzt diese Folge und wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns. Bis dann und ciao.